freue mich hier zu sein, bedanke mich für die freundliche Einladung. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Sie wissen oder haben gehört, ich bin Hirnforscher, mache das seit fast 40 Jahren. Und es ist jetzt eine gewisse Herausforderung, Ihnen etwas nicht nur über das Gehirn zu erzählen, sondern auch über Dinge, die zum Teil gerade erst 2, 3 Jahre alt sind. Also die wir auch sonst nirgendwo nachlesen können. Aus eigener Forschung, wie auch aus der Forschung von Kolleginnen und Kollegen, das sind Hirnforscher, das sind aber auch Psychiater, Entwicklungspsychologen, Psychotherapeuten, die sich alle um die Frage kümmern, wie entsteht Persönlichkeit, wie entstehen psychische Merkmale, wie entstehen psychische Erkrankungen, was kann man dagegen tun und insbesondere in der frühen, zum Teil ganz frühen Kindheit. Darum, wenn es geht, ich habe jetzt die Herausforderung, dass wir als Zuhörerschaft etwas unterschiedlich sind und ich jetzt sozusagen, wie man Skat sagt, mittelhochtief die Erklärung machen muss. Die müssen auch nicht alles behalten, sondern nur so einen groben Eindruck bekommen. Die wesentlichen Botschaften werden aber hoffentlich klar. Jetzt kommt es erstmal darauf an, dass wir definieren, oder ich als Wissenschaftler, als Neurobiologe und Psychologe frage, was ist denn Resilienz? Resilienz kann man definieren als die Fähigkeit, psychisch-seelische Belastungen bis hin zu schweren Schicksalsschlägen zu meistern. Das Phänomen, auf das man trifft, wenn man mit Jugendlichen umgeht oder später Erwachsenen, steht ja darin, dass Kinder und Jugendliche sehr viel aushalten können, obwohl man sagt, naja, der kommt aus schwierigen Verhältnissen oder hat ganz schwierige Dinge erlebt, also auch die Älteren, die dann vielleicht sogar eben, ja, wo ist noch eine Kopplung? Halte mich mal hier fern, hier vielleicht was. Da muss ich auf die andere Seite gehen. Da fragt man sich, warum ist nicht ganz Deutschland traumatisiert, wenn man die Bombennächte. Das wird doch eine wichtige Sache sein, weil viele Kinder über ihre Mutter schon vor der Geburt traumatisiert werden, wie wir herausgefunden haben mit einem Kollegen. Also die eine Frage ist, warum und wieso können Kinder und Menschen ziemlich viel aushalten? Auf der anderen Seite stellt man fest, haben auch große Untersuchungen an jugendlichen Schwerkriminellen in Berlin gemacht, an richtige Gangstertypen. Und da sieht man in aller Regel, dass sie aus ganz erbärmlichen Verhältnissen kommen. Und da weiß man unterwegs, wie das laufen wird. Aber da gibt es immer Leute, die kommen nicht aus so ganz auffälligen Umständen und werden doch Schwerkriminelle. Haben schwere psychische Defizite, fragt man sich, wie kommt das? Und das ist eine der großen Rätsel zu sehen, wenn man Menschen findet, die irgendwie normal sind. Warum sind die normal? Und umgekehrt, wenn man das Jugendliche bei 18 Jahren hat, warum ist der so? Darauf kann man inzwischen, das werde ich Ihnen zeigen, relativ gute Antworten geben. Man hat eine Frage, was betrifft, was determiniert den Menschen, seine Persönlichkeit, die seit 200.000 Jahren gestellt wurde, die heute relativ gut beantwortet werden kann. Also wir haben gesagt, es gibt da irgendeine Widerstandskraft, die uns befähigt, ziemlich starke Belastungen bis hin zu schweren Schicksalsschlägen auszuhalten. Und umsehbar muss man fragen, ja, was ist mit denen, die diese Resilienz nicht haben, die psychisch schwer krank werden oder schwerkriminell oder was auch immer. Und das gilt natürlich auch nicht nur für die Persönlichkeit, sondern auch für die kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, für den Schul- und Berufserfolg, nämlich wie gut man lernt, wie man also geistig, intellektuell sich entwickelt, hängt ganz wesentlich von der menschlichen Persönlichkeit ab. Auch hier gilt, die kognitiven Fähigkeiten beginnen bei Null. Bildung beginnt bei Null. Das hat man früher nicht so gesehen. Und die ganz neue Einsicht ist, dass diese Resilienz weder aus den Genen kommt, wie viele bisher glaubten, man wird eben resilient geboren, noch macht die Umwelt einen vollkommen resilient, sondern es gibt eine Interaktion zwischen Gen und Umwelt, die relativ kompliziert ist, die wir aber inzwischen bis in die kleinen Details hinein aufklären können. Weil nicht nur das Gen und Umwelt irgendwie dahin
sondern dass wir zeigen können, ganz genau wie, und auch zeigen können, wenn diese Interaktion schief läuft, was da schief läuft. Und dann, wenn wir das wissen, können wir auch darüber nachdenken, wann, wie, wo und mit welchen Mitteln wir eingreifen. Das ist relativ beeindruckend und hoffentlich werden wir das auch verstehen. Jetzt gucken wir uns mal ganz kurz die Hirnentwicklung an, natürlich in kurzen Details, weil wir verstehen müssen, dass Resilienz ganz früh beginnt und auch die Bedrohung der Resilienz, nämlich schon mit Beginn der Schwangerschaft, mit den ersten Entwicklungen, die das Gehirn nimmt, weit vor der Geburt. Das ist eine der wichtigsten Einsichten, die wir haben können. Dass das menschliche Gehirn mit dem Ebel bekannt vorkommen, obwohl niemand von uns ein Gehirn fühlt. Wir alle hoffen, dass wir es haben, aber fühlen, aber wer weiß. Ne? Eine der rätselhaftesten Dinge, warum wir unser Gehirn nicht fühlen. Können wir also nachprüfen, was wir jetzt haben, aber wir finden da mal von aus. Es ist relativ groß, das vorne, das hinten, das oben und unten. Und was wir hier sehen, ist die gute Großhirnrinde, die mit Bewusstsein, Denken, Sprache zu tun hat, in der aber eines nicht sitzt, die eigentlichen psychischen Eigenschaften, die Persönlichkeit des Menschen, die sitzt ganz tief drin, im Innern des Gehirns, und ist deshalb auch weitgehend unbewusst, weil die Großhirnrinde, die wir hier sehen, die schöne Runde, die ist der Sitz des Bewusstseins. Das Gehirn fängt ganz klein an. Ne? Noch viel kleiner natürlich, von einer Zelle, ein paar Zellen, wächst relativ schnell und hat schon relativ früh die spätere Gestalt, die ganze vorgeburtliche Entwicklung. Und bei der Geburt sieht das Gehirn, wir können es vergleichen, jetzt müssen wir zum Spiegelverkehr denken, sieht schon ziemlich so aus wie später, ist aber noch viel kleiner. Aber wir haben bei der Geburt alle Nervenzellen, sogar noch keine mehr, sterben nämlich nach der Geburt in den Nervenzellen. Aber immerhin haben wir etwa 60 Milliarden Nervenzellen, schon bei der Geburt. Das ist eine Menge. Und wenn der Mensch ganz gut schon bei der Geburt bin ich fertig, alles klar, was muss da noch kommen? Das Eigentliche am Gehirn sind ja nicht nur, dass es Nervenzellen sind, sondern dass die sich verknüpfen. Also wir merken uns, die Funktion vom Gehirn, von den vielen Zentren, besteht darin, dass wahnsinnig viele Nervenzellen sind, 50, 60 Milliarden, und dass die sich verknüpfen. Und die Verknüpfung ist das eigentlich Wichtige. Und von der Verknüpfung haben wir eine ganze Menge, nämlich etwa eine Trillion. Ich will nicht, ne? Eine Trillion Verknüpfungen. Und was ist die? Und die große Frage war bis vor 10, 15 Jahren, wie kann so ein Gehirn sich denn verknüpfen? Das kann man gar nicht genetisch vordeterminieren. Das geht überhaupt nicht, ist viel zu kompliziert. Und hier kommt etwas ganz Entscheidendes, das Gehirn verknüpft sich selber mit rasendster Geschwindigkeit, 100.000 Verknüpfungen pro Sekunde gemacht ist, vor der Geburt und kurz nach der Geburt. Das kann man sich technisch gar nicht vorstellen. Und diese Verknüpfungen sind zum Teil im kleinen Teil genetisch gegeben und zum größeren Teil umweltbedingt. Das ist die erste große Botschaft. Das heißt, unser Gehirn verknüpft sich vor der Geburt und nach der Geburt selber auf der Grundlage der Umwelt. Und die Umwelt ist vor der Geburt die Mutter, der Körper der Mutter und insbesondere, das ist die große Einsicht, das Gehirn der Mutter. Wir merken uns, das Gehirn der Mutter prägt die ganzen Verschaltungen im Gehirn des ungeborenen Kindes auf. Weil das Gehirn des ungeborenen Kindes weiß nicht ganz genau, wie es sich verdrahten muss und nimmt sozusagen die Befehle von der Mutter an. Das geht in Signale vom Gehirn des Kindes, Blutbahn zur Mutter und wieder zurück. Und jetzt verstehen Sie, warum die Ausstattung des Gehirns der Mutter ganz entscheidend ist. Wenn dieses Gehirn normal, psychisch normal ist, also sehr resilient, dann wird auch das Gehirn des Kindes resilient, wenn die Mutter
zum Teil schon vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft schwer traumatisiert ist, was leider in 5% der Bevölkerung vorkommt, dann wissen wir jetzt schon, wie große Schwierigkeiten daraus sich ergeben, dass ein nicht gesundes Gehirn das Gehirn des Ungeborenen prägt. Wir wissen heute, die schlimmsten Fehlprägungen, schwersten Persönlichkeitsstörungen entstehen in Folien. Das war vor wenigen Jahren fünf. Das Zweite, was ich hier zeigen werde, was ganz wichtig ist, dass wir in 5. bis 7. Woche nach Beginn der Hirnentwicklung, also der Schwangerschaft, weit vor der Geburt entstehen die Zentren, die später für unsere Gefühle, für unsere Psyche notwendig sind, wie wir nachher reagieren werden, entsteht weit vor der Geburt. Und während die entstehen, kommen diese Prägungsprozesse vom Gehirn der Mutter und was die Mutter erlebt, auf diesem Gehirn. Jetzt verstehen wir, warum diese vorgeburtliche Mutter-Kind-Beziehung so unglaublich wichtig ist. Und Bewusstsein und Sprache und so weiter, das beginnt erst nach der Geburt oder noch viel später. Das heißt, die Interaktion mit der Umwelt beginnt bereits vor der Geburt. Und zwar nicht, dass der Embryo, der Fötus dann direkt was erlebt, ist ja gut abgepuffert und dann Uterus da, sondern über den Signalaustausch zwischen seinen Gehirn, das ist schon relativ groß, ein Riesenkopf, der Leibesbereich, dem Gehirn, diesem unreifen Gehirn und dem Gehirn der Mutter. Das geht ständig pro Sekunde hin und her. Die Mutter prägt natürlich unabsichtlich, die weiß da gar nichts von, prägt ihre psychischen Eigenschaften im Gehirn auf. Das musste man von beiden machen. Das ist die neue Erkenntnis, wie diese Gehirn-Umwelt-Interaktion vor der Geburt und nach der Geburt stattfindet. Und da geht es so, das ist ein ingenieurer Trick der Natur. Wie stelle ich gezielt 1 Trillion Verbindungen her? Das kann man gar nicht gezielt machen. Sondern am Anfang verknüpfen sich alle Nervenzellen, die 60, 70 Milliarden, alle miteinander. Und dann gibt es einen Abschmelzprozess. Und es werden nicht Verknüpfungen aufgebaut, sondern einige werden verstärkt, andere werden abgeschwächt und die ganze Menge wird abgegeben. Das heißt, es wird weniger. Zuerst alles diffus und nachher bleiben die übrig, die sich auf irgendeine Weise bewährt haben, zum Teil vor der Geburt und im ersten Jahr nach der Geburt. So baut man super intelligente Systeme, indem man sie lernen lässt, indem man sie Erfahrungen machen lässt. Die primäre Erfahrung ist schon vor der Geburt. Das Kind bewegt sich ja, es hört, es sieht. Im späteren Teil der Schwangerschaft, es hört die Stimme der Mutter. Es schmeckt über das rote Wasser den Geruch und den Geschmack der Mutter. Und deshalb ist es ein bisschen Überraschung, wenn ein Kind geboren wird und die Mutter bleibt, die Bewegung schon ist nicht da. Das ist eine andere Person, die anders riecht, eine andere Stimme hat, und wenn der Vater da ist und die Stimme des Vaters lernt das Kind auch. Und wenn er plötzlich eine andere Person ist, das ist eine gewisse, das ist nicht sehr tragisch, aber es ist eine gewisse Einfluss. Also wir merken uns, schon vor der Geburt und nach der Geburt nimmt die Umwelt im Boden wie im Schlechten einen massiven Eingriff in das sich stark entwickelnde Gehirn. Das ist die Grundidee. Und wir wissen jetzt auch, dass da das Gehirn der Mutter ganz große Rolle spielt, wenn die psychisch krank ist, depressiv ist während der Geburt oder schon während der Schwangerschaft wurde, dann kann das ganz, ganz schnell erfolgen. Und insofern ist der Staat, der Mutter gut beraten, die schwangeren Mütter ganz besonders gut zu behandeln. Das hat man in Jahren vorher nicht gedacht. So, jetzt sind wir hier beim Erwachsenengehirn. Das ist aber schon so ungefähr das Gehirn eines Einjährigen, Zweijährigen. Und jetzt gucken wir nicht von außen, das haben wir eben getan, sondern ganz tief ins Gehirn. Wir können das also wieder länger nach. Das ist wieder vorne, das hinten, das oben, das unten. Und wir gucken ganz tief ins Gehirn rein. Und hier, wo es blau ist, hier müssen wir auch dann noch ein bisschen was einholen.
Das ist das sogenannte limbische System und dort entsteht unsere Persönlichkeit. Dort entsteht es jetzt, hoffentlich. Das ist der entscheidende Teil der Stelle, unsere Persönlichkeit und Psyche auszumachen. Wir haben auch von eigener Forschung und von vielen anderen in der Welt zeigen können, dass es hier vier Etagen gibt. Drei Etagen, die unsere Gefühle, unsere Persönlichkeit ausmachen, eine Etage, die unser Denken ausmacht. Ich will das ganz kurz nur machen. Und dann sehen wir schon, was alles gut und was nicht so gut laufen kann. Das fängt ganz tief im Inneren des Untersten an, hier bei diesem Punkt, nämlich das ist der erste Punkt, der in der Gehirnentwicklung entsteht. Und wir schneiden das Hirn jetzt mal gedanklich genau hier durch. Wir gucken von vorne, von hinten nach drauf und dann nehmen wir das. Diese Bindung hier, die graue Substanz, die haben wir eben von außen gesehen. Das ist die, ne, die große Bindung, kommt Ihnen bekannt vor. Aber Persönlichkeit und Psyche entstehen ganz tief im Inneren, das ist die weiße Substanz, das ist eigentlich nichts anderes als Kabel. Ne, Verbindungen zwischen den 50 Milliarden Nervenzellen, die machen den größten Teil des Hirns aus, ein Verbindungskabel zwischen den Nervenzellen. Und hier gibt es jetzt einige Bereiche. Ein Bereich ist der, der am allerersten entsteht, Sie merken nicht nur den Namen, kurzfristig Hypothalamus. Das ist der Teil, der am allerwichtigsten gehört, ist nämlich ein bisschen zum Leben. Der sorgt dafür, dass wir richtigen Blutdruck, Kreislauf haben, Herzsteuerung, wachen, schlafen und alles, was Atmung und so weiter, alles, was unser Leben hält und wenn er überschießt, sind wir sofort tot. Hier stecken aber auf der unteren limbischen Ebene, wie wir sie genannt haben, das ist der Hypothalamus und dann ein paar andere Zentren, da steckt auch nicht nur diese lebenserhaltende Funktion, sondern da steckt das, was wir Temperament nennen. Von diesem Temperament kennen alle von Ihnen, die Älteren, die Kinder haben, es muss mehr als ein Kind sein. Ja, die zwei Kinder haben und nicht einige Zwillinge. Die gucken ihre Kinder an und sehen, Kinder sind verschieden. Auch wenn ich davon überzeugt bin, das sind meine Kinder als Mann, das ist mein Lieb, ne? Aber wenn man, ich bin überzeugt, wundere ich mich, wie was alle Väter, die verschieden, dramatisch verschieden. Ganz so ruhig muss sagen, das ist kein Wunder, das ist eben die Erdmasse, die aber umgerührt wird von den Großeltern. Und da kommt eben Kombinationen heraus, die sehr unterschiedlich sein können. Was aber wichtig ist, wir kommen damit auf die Welt. Bis vor 5, 6, 10 Jahren hat man gesagt, ja, das ist alles genetisch bedingt. Dann kannst du nichts ändern. Das Letzte ist richtig. Am Temperament kann man fast nichts ändern. Temperament sind die Grundeigenschaften, ob eine Person offen verschlossen ist, Selbstvertrauen hat, hohes oder geringes, Kreativität, Vertrauen, Wissen, Umgang mit Risiken, Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein. Das sind Dinge, die in gewissem Maße schon fast bei der Geburt erkennbar sind. Ich glaube, so mit ersten, zweiten Lebensjahr würden viele Eltern sagen, und man kann sich sämtliche Erfahrungen ausreißen, man wird an bestimmten Grundmerkmalen der Persönlichkeit nicht viel ändern. Man hat, wie ich schon sagte, bis vor kurzem geglaubt, dass alles fest genetisch vertratet. Das stimmt aber gar nicht. Sondern wir kommen auf die Welt schon mit einer Kombination von den Genen oder sogenannten epigenetischen Prozessen, auf die gehe ich gleich zurück, und Umwelteinflüssen, wie ich sie erwähnt habe, über das Gehirn der Mutter. Was die Mutter schon vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft erlebt hat, dass das Kind während der Geburt erlebt, kann auch ganz schließlich, geht rein, sodass wir sagen, angeboren, aber nicht unbedingt genetisch fixiert. Das ist eine ganz neue Einsicht. Das heißt allerdings, dass das Temperament nach wie vor relativ widerständig ist. Ich kann das normal allen Kindern sagen. Man kann toben und rasen, der Sohn wird so ein bisschen ordentlicher, ein bisschen pünktlicher am Kaufmittel. Also, die Hirnforschung bestätigt, was die Psychologen seit 50 Jahren sagen, es gibt in jedem von uns ein Temperament.
Es gibt also Kinder, die sind mit 2, 3 Jahren schon mutig und haben Selbstvertrauen und neugierig und andere sind ängstlich, zögerlich und so weiter. Und da kann man nur in Maßen ganz langsam irgendwas ändern. Das ist relativ fest zu tun. Gott sei Dank ist es nur ein kleiner, wichtiger Teil. Jetzt gibt es eine mittlere limbische Ebene. Ich will gar nicht so sehr auf die Struktur eingehen, aber diese mittlere limbische Ebene ist die wichtigste. Nämlich, sie beruht jetzt auf der Bindungserfahrung zwischen Säugling und Mutter unmittelbar nach der Geburt und ist ganz wesentlich vom Lernen abhängig. Wie man sich zu Menschen verhält, zur Lehrerin, zum Lehrer oder zur Mutter und so weiter, wird in diesen ersten Lebensjahren durch einen Prozess determiniert oder festgelegt, weitgehend, natürlich nicht vollkommen, den man emotionale Konditionierung nennt, ganz unbewusst. Das heißt, das Gehirn brennt jetzt darauf, die eigene noch ungeordnete Gefühlswelt zu differenzieren und hier tritt jetzt die Bindungserfahrung der Mutter auf. Die Mutter mit ihren Gefühlen, mit ihren Gesten, mit ihrer Mimik, mit ihrer Sprache wirkt ja auf das Kind ein, muss nicht unbedingt die Mutter sein, es kann auch eine andere weibliche Person sein, es kann auch der Vater sein und schließlich irgendeine andere Person. Die Hauptsache, diese Person ist psychisch gesund. Nämlich diese psychische Gesundheit, die Resilienz der Betreuungsperson, prägt sich wiederum, wie vorher das Hirn der Mutter während der Schwangerschaft, auf die Psyche des Kindes an. Das heißt, das Kind guckt immer die Mutter an oder die primäre Bezugsperson und sendet Signale aus, nur tu was, nur kümmere dich um mich. Und dann lernt das Kind seine eigenen Gefühle zu erkennen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein. Und im ersten Lebensjahr wird der Mensch durch diese Prägung zur kleinen Persönlichkeit. Das ist zum großen Teil erlernt. Und wenn die Mutter selbst traumatisiert ist, wir haben das schon vor der Geburt gehört, jetzt nach der Geburt depressiv ist, was sie nicht selten ist, nicht an der postpartale Depression gibt es ja auch so eine schwere Depression, wenn sie selbst traumatisiert war, wenn sie unfähig ist, mit dem Kind umzugehen, das ist dramatisch, wenn man das so sieht, dann kann die Psyche des Kindes sich nicht adäquat entwickeln. Jetzt haben wir schon 2 Wege, wo Dinge gut gehen können oder schief gehen können. Vor der Geburt, eher physiologisch, dass das Gehirn des ungeborenen Kindes sich normal entwickelt unter Anleitung des Gehirns der Mutter und durch das Verhalten der Mutter direkt nach der Geburt in den ersten 2 Monaten bis ersten 3 Jahre, bis zum Kindergarten und so weiter, prägt sich die Mutter, also vor der Geburt in jedem Fall die biologische Mutter und nach der Geburt die Person, die sich dann eben um das Kind kümmert, psychisch auf das Kind auf. Und hier kann man jetzt schon sagen, dieses Kind lernt natürlich ganz begierig, unbewusst oder zumindest nicht auf das Feld, aber es kann nicht alles lernen. Und eine der schlimmsten Dinge, neben dem völligen Mangel einer Bezugsperson, einer Bindungsperson, ist, dass zu viele sind. Wenn also ein Kind da in den Kindergarten kommt, in die Kita, und es sind 6, 7, 8 Betreuungspersonen, die ständig wechseln, ist das normalerweise nicht erträglich. Man sagt, neben der Mutter 1 bis 2 kann ein Kind gut ertragen. Dann wird es sehr schwer, was man aus dem Kibbutz für die Kibbutzkinder. Also einfach in die Kita rein, mit einem sehr hohen Betreuungszahl, ist ziemlich gefährlich. Ja? 2 ist okay, aber viel mehr schafft, soweit wir wissen, ein Kind nicht. Ja? Dann weiß das Kind überhaupt gar nicht, an wen sich nun deine Psyche halten soll. Es sind zu viele, sind zu wechselig. Würde uns genauso gehen. Ja? Und dieses Zusammen, also dieses Kapitel, und das, was ein Kind in den ersten 3 Lebensjahren
jetzt lernt, eine besondere Art emotionalen Lernens, Bindungslernen, das macht den großen Teil unserer Persönlichkeit aus. Und das, das sind dann schon vielleicht 40%, 50% unserer Persönlichkeit im ersten Lebensjahr. Dann kommt hier, das ist, ich sage es nur, ein bestimmtes Struktur, damit Sie die mal gesehen haben. Amygdala, das ist das Zentrum, womit wir emotional konditioniert werden. Und diese Amygdala vermittelt uns auch etwas ganz, ganz Wichtiges, nämlich, dass wir soziale Signale verstehen können. Dass wir zum Beispiel Gesichter lesen können und verstehen zum Beispiel, dass diese Person Angst hat. Oder dass eine andere Person Freude hat. Dass ein anderes Gesicht Aggression ausdrückt. Oder nein, das müssen Kinder lernen und gerade dies hier, ist bei Schwerkriminellen, haben wir festgestellt, und andere auch häufig getrübt. Die können Aggression, die Schwerkriminellen, Jugendlichen, die traumatisiert aufgewachsen sind, können Aggression und Angst nicht gut auseinanderhalten. Können wir später noch zurückkommen. Ebenso lernen wir in einem anderen Gebiet, was man mesolimbisches System nennt, können wir gleich so vergessen. Aber nicht vergessen sollten Sie einen der wichtigsten Teile, die in den ersten 3 Jahren sich ausbilden, nämlich das Belohnungssystem. Wir lernen, was uns im Leben später Spaß macht. Und wenn nichts Spaß macht, dann lernen wir einfach nicht für unser späteres Leben, wenn wir keine spaßtragende Bindung haben. Und aus diesem Spaß erleben, was auf der Ausschüttung bestimmter drogenartiger Stoffe im Gehirn beruht. Also immer wenn Gehirn meint, das ist gut gelaufen, beim Säugling, beim Kleinkind, da werden bestimmte Stoffe ausgeschüttet, die wir Opioide nennen. Opioartige Stoffe, die wir das nennen, selbst belohnt. Und alles, was irgendwie Spaß macht im Leben, ne? Also der Anblick der Mutter, die Zärtlichkeit des Vaters, oder ein Schluck Bier oder was auch immer, an der Geliebten oder des Geliebten oder Lotto gewinnen oder den Lehrstuhl kriegen oder Bürgermeister werden. Alles, was uns Spaß macht, ist letztendlich, oder was endlich leben kann, ist letztendlich eine Ausschüttung dieser Stoffe. Und wenn diese Ausschüttung nicht kommt, dann macht uns das Leben keinen Spaß. Und genau das ist bei depressiven Menschen der Fall. Wir haben ein absolutes Defizit in der Ausschüttung dieser Stoffe. Und diese Ausschüttung ist nicht nur wichtig, damit unser Leben Spaß macht, sondern diese Ausschüttung wird registriert von einem anderen System, das wir Belohnungsversprechungssystem nennen. Das heißt, unser Gehirn merkt sich, das wurde belohnt, das hat Spaß gemacht, das wurde nicht belohnt, das war schmerzhaft, das merke ich mir, jetzt kommt der Befehl, ich mache das doch wieder. Das Spaß gemacht. Würden wir auch so vorgehen. Ne? Und das vermeiden wir, was keinen Spaß gemacht hat, was schmerzhaft war. Also an die Eisenhälfte packen, das macht keinen Spaß. Da fällt sich die Finger und dann merkt man wieder, das tust du nie wieder. Aber der Baumhaus, wo die sind, da gehst du wieder hin und du wirst bei der Mutter. So, und diese Belohnungsaussicht, die ist die Grundlage von Motivation. Von allem, was uns antreibt im Leben. Es sind 2 Dinge, nämlich Dinge zu machen, die Lust bringen, die Spaß machen, und die Dinge zu meiden, die Schmerz, die keinen Spaß machen. Ganz primitiv, und das ist ein ganz tiefer Anteil. Und hier ist natürlich auch wieder die Wirkung der primären Bezugsperson, dass sie uns das beibringt. Die Mutter sagt, ach komm, trink doch mal, das beruhigt dich oder es schmeckt so gut und macht mal, und dann strahlt die Mutter das Kind an und das Kind lernt. Wenn ich jetzt auch lächle, dann kriege ich das, was ich haben will. Das geht immer so weiter und immer weiter. Das ganze Leben lang wird immer geguckt, wenn ich das mache, bringt mir das Lust und Freude und Spaß und Erfolg und Gewinn oder bringt das Ärger und Schmerz und so weiter und dann lasse ich das. Das nennt man Motivation. Das ist die Grundlage dieser Belohnungslernen. So, jetzt sind wir schon Ende des dritten Lebensjahres, wo das alles gelernt wird. Und jetzt kommen wir in die Kita, jetzt kommen wir in den Kindergarten.
Und hier lernen wir etwas ganz Wichtiges. Zuerst haben wir gelernt, ich muss darauf achten, was mir Spaß macht und was mir keinen Spaß macht. Ich will alles und zwar sofort. Ja. Und jetzt lernen wir auch, es gibt auch noch andere. Und denen muss ich helfen. Im Kindergarten muss ich lernen, wenn ich zu den anderen nicht fertig und gut bin, dann tun die für mich nichts. Und das ist dann das, was man Sozialisierung nennt. Ich bleibe so, wie ich bin, aber ich verändere mich. Es ist halbwegs so, dass die anderen mich mögen und ich meine Ziele erreichen kann. Wie auch immer die sind, reich, berühmt und glücklich will ich natürlich werden. Aber ich brauche andere dazu, deshalb muss ich minimal zu den anderen auch nett sein. Und eine wichtige Sache ist, ich kann das kurz machen, ist hierbei die Ausbildung von Empathie. Empathie ist eine Ausweitung unseres Schmerzsystems hier im Gehirn einer Person, die untersucht wurde, der wird Schmerz zugefügt und es gibt jetzt die roten Flecken, das ist im Gehirn sozusagen die Schmerzzentren. Wenn ich selber Schmerzen habe, wenn mir einer hier genüsslich in die Finger sticht. Jetzt liege ich aber in einem Apparat, mit dem man ins Gehirn reinkommen kann. Ich bin das sozusagen wieder und draußen steht meine Frau und der wird dann auch genüsslich eine dicke Nadel in den Finger gestoßen. Ich selbst habe keinen Schmerz. Ich sehe aber, dem anderen wird Schmerz zugefügt. Und deshalb habe ich dann denselben Schmerz, den ich hätte, wenn mir selbst was gemacht. Das ist Empathie. Und Empathie ist eine der wichtigsten Dinge für Resilienz und für soziales Verhalten. Und Empathie lerne ich über meine primäre emotionale Kognition. Und jetzt ist uns klar, dass es Menschen gibt, die schwer traumatisiert wurden, das habe ich gelernt, die schwer verbrechen und die können mit den Gefühlen der anderen nicht umgehen. Wir merken uns, so ab dem 4., 5. Lebensjahr lernt der junge Mensch Empathie und sich in die Gefühlswelt der anderen hineinzuversetzen. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil der Resilienz. Das muss man können. Und das ist leider immer auch abhängig von einer guten Sozialisation. Das Verhängnis nimmt also seinen Lauf leider, wenn nicht wir die ich gehe da mal weiter. Ich will es jetzt im Folgenden kurz machen, nur das Signal, das Sie kapiert haben müssen. Unsere Psyche entwickelt sich ganz langsam, vor der Geburt bis hin zum 20. Lebensjahr. Das Allerwichtigste, was wir lernen müssen, vor der Geburt und bis zum 20. Lebensjahr, wo wir erwachsen sind, ist, wie wir mit Stress umgehen. Wir merken uns, das Stresssystem ist das Allerwichtigste System überhaupt. Und für einen Menschen extrem charakteristisch, wie er mit Stress umgeht, ob er Stress abhaben kann und wie er Stress bewältigt. Das Zweite ist das interne Beruhigungssystem, das früh nach der Geburt passiert. Das heißt, wir haben ein System in uns, das sagt, reg dich nicht auf. Sozusagen, bei hohem Stress wird euch eingeschaltet, sagt, reg dich wieder ab. Niemand beruhigt dich. Und schon die beiden Dinge, die ich jetzt nur nenne, entscheiden, ob die zu nicht korrigiert ist. Ich muss ja mit Schwierigkeiten fertig werden, da kommt es auch an, rege ich mich auf und rege ich mich dann wieder ab. Und wie kann mein Gehirn sich selber beruhigen? Und das entscheidet schon allein die beiden, entscheidet darüber, ob ich eine hohe Resilienz habe im Leben oder ob ich vulnerabel bin. Denn beide Systeme, das Stressversorgungssystem, das Nervensystem, durch die Traumatisierung nach der Geburt geschädigt werden, dann bin ich ein Kandidat für psychische Erkrankungen und bei meinen Männern häufig für schwere Gewalttätigkeit. Das resultiert ganz genau daraus. Also da schon ganz früh entscheidet sich etwas, es ist also weder die Gene noch allein die Umwelt, sondern die Kombination. Das ist die
der Missbrauch und Misshandlung und Vernachlässigung sind enorm hoch, bis zu 6-7%, manche sagen 10%, irgendwann im Alter zwischen 12 und 14. Also die Gefahren für die Entwicklung der Demenz sind sehr hoch. Viel höher als wir jemals waren. Was Kinder weg nach der Geburt oder bis zum 14., 15. Lebensjahr passieren kann, gehört ja zwischen jeden Tag und Zeit. Das wurde jahrzehntelang nur völlig hochgeschrieben. Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung, auch Politik, das Sie müssen wissen. Also die Gefahren für die Ausbildung der Demenz sind sehr hoch. Und das sind die vier Faktoren: Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung und eine depressive Mutter. Und hier nochmal ganz, ganz kurz. Der Hypothalamus, das haben wir schon gehört, erkennt den Stress, erzeugt bestimmte Stoffe, von denen wir vielleicht mal gehört haben. Das Cortisol, der Stresshormon, und das Stresshormon macht uns bereit, resilient gegen die Gefahren anzugehen, gegen die Schwierigkeiten. Hat aber den Nachteil, dass es immer weiter produziert wird, wir werden immer weiter aufgelegt und immer erregter. Und das Cortisol, die Cortisolproduktion im Gehirn und hier in den Nebenlungen der Nebenhirn muss abgestellt werden. Das Tolle ist, es stellt sich selber ab. Ein negativer Rückkopplung. Das ist toll, das macht uns resilient. Dass wir selber uns vor großem Stress schützen. Allerdings, und nur das merken Sie sich, brauchen die Details gar nicht zu verstehen, hier gibt es ein Minus. Das ist das Negative, da dämpft das Gehirn die eigene Cortisolproduktion, sagt, das ist gut, jetzt kommt wieder runter. Und dieses Minus, die negative Rückkopplung, die wird durch die Traumatisierung zerstört. Sodass immer weiter die Kinder immer höher werden, bis das Gehirn von den armen Kindern gar nicht mehr weiter kann, entweder völlig abschaltet oder hyperaktiv wird. Das kann ich nicht. Und dieses ist das Selbstberuhigungssystem, das mit dem Stabilisieren und Ruhe zu tun. Und auch das ist bei den schwertraumatisierten Kindern gestört. Wenn eine Mutter vor der Geburt nicht die nötigen Signale gibt und nach der Geburt nicht eine Bindungserfahrung geben kann, dann wird im Gehirn nicht genügend Serotonin produziert. Kann die Cortisolproduktion nicht dämpfen und dann geht das in der Abwärtsspirale. So, was gibt es? Ich mache es kurz. Das ist das Wichtigste. Die Bindungserfahrung zwischen Säugling und Mutter produziert einen Stoff, den Sie sicherlich schon mal gehört haben, Oxytocin. Dieser Stoff ist in der Lage, das Stresshormon zu senken und das Selbstberuhigungshormon manchmal so zu erhöhen. Nämlich, wenn Eltern und Kind sich liebevoll angucken, dann wird sowohl beim Kind als auch bei den Eltern der Stress gesenkt und die Selbstberuhigung erhöht. Das ist nämlich der Erwachsenen auch so, wenn sie liebevoll angucken. Das ist eine klare Ziel. Jetzt kapieren Sie, warum diese Bindung zwischen Säugling und Mutter und später so unendlich wichtig ist. Das kann man heute neurobiologisch ganz genau machen. Das heißt, was ich Ihnen vermitteln wollte, ist die Fähigkeit zur Resilienz. Das heißt, zur Fähigkeit, die Fähigkeit, Belastungen auszuhalten. Das ist das Lernen. Beginnt schon vor der Geburt und ist an die Ausbildung ganz bestimmter Systeme gebunden, von denen wir drei gehört haben. Das Stressverarbeitungssystem, das Selbstberuhigungssystem und das Bindungssystem. Und wenn jetzt keine Bindung da ist, oder wenn Bindung da ist, und wenn die anderen Systeme ordentlich arbeiten und nicht arbeiten, dann kann man hier sehen, was daraus wird. Wenn die Gene schlecht dastehen, und wenn, oder gut sind,
wenn die vorgeburtliche Erfahrung gut ist. Ich erlebe aber in meiner frühen Jugend schlechte Dinge, kann ich immer noch ganz passabler Mensch werden. Die vorgeburtliche Erfahrung und eine gewisse Mutterbindung macht mich zu einem relativ resilienten Menschen. Das Gleiche ist natürlich, wenn ich gute Gene habe, ich habe eine freudvolle Jugend, dann werde ich ein prima Mensch, ganz resilient. Das Einzige, was schlimm ist, ist, wenn ich eine genetische Belastung habe, es geht viel während der Schwangerschaft daneben. Und wenn ich dann auch noch schwer traumatisiert werde, dann habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, eben schwer depressiv, Angststörung, Persönlichkeitsstörung zu haben oder als Mann zum Gewalttäter zu werden. Wenn nicht, und das ist jetzt die Botschaft, wenn man nicht früh eingreift. All das ist nicht zwangsläufig. Man guckt sich das Kind an bei der Geburt und man guckt sich insbesondere die Familie an. Und wenn man dann sieht, das Kind hat gute Gene oder nicht gute Gene, die machen so 20-25% aus, da kann man sagen, das ist gar nicht so schlimm. Das könnte man noch reparieren, wenn die Familienverhältnisse gut sind. Jetzt gucke ich in die Familie rein und wenn da alles scheinbar oder tatsächlich prima ist, Mutter ist kompetent und es ist nicht zu arm und nicht zu bildungsfern, was auch immer, die Familienverhältnisse sind halbwegs ordentlich, dann kann das Kind viel ab. Aber wenn ich sehe, etwa 10% der Bevölkerung, die Mutter ist alleine oder der Vater macht sonst was, sie ist überfordert, sie ist vielleicht drogenabhängig, sie ist alkoholabhängig, sie ist arm und hat jede erdenkliche Form von Schwierigkeiten, das ist bis zu 10% der deutschen Familien, dann muss man sagen, wenn ich da nicht eingreife, ich, die Gesellschaft, dann gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass aus dem Kind psychisch schwer gestörte Persönlichkeit oder ein Gewaltverbrecher wird. Und deshalb kann man das immer noch zurechtbiegen. Man kann, auch wenn in den ersten Lebensjahren vieles nicht gut gelaufen ist, kann man in begrenztem Maße, in hohem Maße, immer noch bei minder schweren Entwicklungsverzögerungen immer noch etwas machen, worüber wir jetzt gleich sprechen. Angemessene Fremd- und Selbstwahrnehmung, Fähigkeit der Selbststeuerung, Selbstgerechtigkeitssituation, angemessene Unabhängigkeit, Stress, Sozialkompetenz und Problemlösekompetenz. Man kann in begrenztem Maße oder vollkommen je nach Schwere der psychischen Belastung, können wir viel oder zumindest einiges machen. Es ist nie zu spät, außer in ganz seltenen Fällen, wo alles den Bach runtergeht. Das ist aber sehr, sehr selten. Das ist eine Botschaft. Das heißt aber, dass alle die, die das machen, kompetent sein müssen. Die müssen um das, was ich erzählt habe, wissen. Und es gilt die Regel, je früher, desto besser. Und zwar kompetent. Nicht einfach sagen, ach, das kostet viel Geld, das können wir uns schenken, das biegt sich noch hin, das kriegen wir später nochmal und Bildungsfern ist nicht so schlimm und wenn im Elternhaus alles drunter und drüber gibt, ist nicht so schlimm, die Kinder machen doch irgendwann nochmal eine gute Erfahrung, ist nicht. Die frühen Erfahrungen zusammen mit einem kleinen genetischen Anteil, der wirklich nicht hoch ist, die prägen weitgehend das Kind. Deshalb heißt es Resilienz. Ist entweder da, weil alles toll läuft, oder vollkommen weg, weil alles schief läuft, oder wir können, obwohl viel schief gelaufen ist, noch vieles zurechtbiegen. Auch da heißt es, je früher, desto besser, und je kompetenter, desto besser. Vielen Dank. Herr Professor Rutsch, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Mein Name ist Jörg Rasmussen, ich leite den Fachbereich Frühkindliche Bildung der Stadt bei Münster. Ich bin hochgeschossen, als Sie gesagt haben, die Anzahl der Menschen, die mit dem Kleinkind arbeiten dürfen, ist maximal auf 3 reduziert. Sie sprachen die Bildung zur Mutter an, Sie sprachen maximal noch 2 weitere Personen an. Wenn wir jetzt Kita-Planung oder Personalplanung durchführen, stellt sich mir die Frage, sind die 2 noch offene Positionen durch Oma selbst gar keine Möglichkeiten mehr? Oder haben wir Chancen zwar reduziert, aber es ist nur eine Personalanzahl? Das habe ich verstanden. Auch einen Dienstplan in einer Kita für Kleinstkinder zu organisieren? Also, das, was ich gesagt habe, gilt für die ersten 2, 3 Lebensjahre, nicht später.
Aber damit ist natürlich Ihre Arbeit nicht getan, denn die geht doch viel weiter. Und es betrifft die Menschen, die nun viele Stunden am Tag mit dem Kind direkt zu tun haben. Nur die. Ja? Und wenn da aber an dem einen Tag die da sind, am anderen Tag die, am dritten Tag die, dann ist das für das Kind, soweit man weiß, nicht schwer. Nur sozusagen also als Ersatzmutter oder Ersatzvater. Das ist insofern interessant, als natürlich, wenn ich das so erzähle oder meine Kollegen das erzählen, dann die Mütter sofort sagen, oh Gott, da müsste ich ja jahrelang zu Hause bleiben. Ist überhaupt nicht nötig. Aber es dürfen nicht zu viele Ersatzmütter sein. Genügt, dass die Mutter sich 3-4 Stunden am Tag minimal kümmert. Wenn eine andere Bezugsperson, früher war das die Oma oder die ältere Schwester, ist das völlig egal. 2 bis 3 gehen, aber darüber hinaus wird es schwierig. Deshalb kämpft man ja auch um eine sehr gute Betreuungsdichte in den Kitas. Das heißt nicht, dass nicht noch eine Menge anderer Leute da rumwieseln können, aber die müssen ja nicht diese engste emotionale Beziehung haben. Also, sie müssen nicht hochschießen. Es muss auch nicht unbedingt, um das ganz klar zu machen, muss nicht die Mutter zu Hause bleiben. Da waren alle meine Kolleginnen und Kollegen von der Kinderpsychiatrie sagen, das erste halbe Jahr sollte beachtet werden. Aus vielen Gründen. Also nicht schon nach 4-5 Wochen, das ist schwierig, aber gut. Ich bin nicht ein Papst in Rom. Ich habe auch nicht darüber zu befinden. Aber ab dann kann ein Kind, das war früher völlig normal, auch andere Bezugspersonen haben, die Mutter, die Oma, die Tante, die ältere Schwester, was auch immer das. Wenn sie sehr bekannt sind, ist das nicht so schlimm. Ne? Ja, Thorsten Grimmer, ich bin der angesprochene Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. Ich bin, so wie Herr Asmussen, zum einen beeindruckt, zum anderen ein bisschen erschrocken. Meine Frage: Es gibt ja auch so Diagnosen, ADS, ADHS und so. Gibt es da auch Zusammenhänge oder ist es jetzt immer so, wenn das immer mehr da diese Diagnose gestellt wird, oder gibt es Zusammenhänge mit der ganzen Hirnforschungsgeschichte, was Sie hier vorgetragen haben? Ja. ADHS wird intensiv untersucht und die jetzige Erkenntnis ist, es gibt nicht die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätserkrankung, sondern es sind davon 3 relativ unabhängig existierende Erkrankungen, die eine genetische Prädisposition haben, also Aufmerksamkeitsstörungen, Unruhe und mangelnde Impulserhöhung. Das sind die 3 Dinge. Die haben vielleicht wenig miteinander zu tun, aber es gibt immer eine gewisse Prädisposition. Aber es ist so, dass schon Einflüsse vor der Schwangerschaft, also sehr gestresste Mutter, vor der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft einen erheblichen Einfluss darauf haben. Das muss jetzt nicht unbedingt mit einem sehr negativen Familienzustand zusammenhängen, sondern einfach, wie viel Stress die Mutter während der Schwangerschaft hat, das kann auch in sogenannten besseren Kreisen passieren. Ja? Vater als Arzt, Mutter als Ärztin und alles geht drunter und drüber. Und erst recht nach der Schwangerschaft. Das ist eine der Ursachen. Und wo die Hyperaktivität herkommt, ist noch ganz unklar. Und es gibt einen ganz engen Bezug zu den sogenannten Schreibabys. Das heißt, das sind die etwa 10% Säuglinge, die mehr, ich kriege es jetzt nicht genau hin, als nach den ersten 3 Monaten exzessiv schreien, sich nicht beruhigen lassen. Und die haben ein bestimmtes angeborenes wie auch erworbenes Defizit in der Selbstberuhigung. Die können sich nicht selbst beruhigen und deshalb hören die mit dem Schreien auf, wenn man die immer stark hin und her schaukelt, am besten im Auto um den Weg fährt. Ne? Berühmt-berüchtigt wohl mit Rucksack hinterher, ne, dann sind die ruhig und sobald man still ist, schreien die wieder. Man braucht 8 Wochen, um vom Entwicklungspsychologen oder einem Kinderpsychiater gesagt zu bekommen, was man dagegen macht. Wenn man nichts dagegen macht, sind das die großen Kandidaten für die spätere ADHS. Auch da sieht man, das ist so ein Kern einer psychischen Vulnerabilität, die sind eben nicht resilient. Wenn man nicht sehr früh dagegen was tut, dann kriegt man die ADHS-Kinder und etwa die Hälfte der ADHS-Kinder haben auch dann soziale Störungen. Das ist ganz verhängnisvoll, deshalb auch hier gilt, je früher das desto besser. Obwohl ADHS weit überdiagnostiziert wird,
Es sind 3 bis 5 überwiegend Prozent, überwiegend Jungs, nicht die Hälfte der Klassen. Ja? Guten Tag, ich bin hier, gut, ich bin König, ich bin im Kinderschutzbund und als Mitarbeiterin der Andreas-Kita in Thundorf. Und mich interessiert nochmal, Sie haben ja angedeutet, dass Sie also die Schwangerschaft eine sehr große Rolle spielt und die frühen Jahre danach. Wir bekommen ja viele Kinder in Kita erst mit 3 Jahren oder älter. Gibt es da überhaupt noch eine Chance, irgendetwas zu verändern oder für die Kinder zu tun, im Sinne des Vorsitzenden? Ja, also wie ich kurz zu sagen versuchte, vielleicht zu kurz, hängt die Wirkung von Eingriffen, also therapeutisch oder pflegerischen Eingriffen ihrer Art, hängt davon ab, wann sie kommt. Je später, desto schwieriger. Und früh heißt im 2., 3. Lebensjahr oder noch früher. Aber es ist auch im 10. Jahr, ist nicht alles zu Ende, aber wird schwieriger. Und gleichzeitig die Schwere der Belastung. Es gibt Fälle, da kann man sehr wenig machen, aber die meisten haben mittelschwere oder leichtere Einbußen als Säuglinge, als Kleinkinder. Und wenn die dann zu Ihnen kommen, dann kann man relativ viel tun und muss immer kapieren, es ist mühsam, weil es nicht in den allerersten Lebensmonaten, Jahren ist. Alles, was später kommt, ist schwieriger. Wissen wir von der Psychotherapie als Erwachsener, warum das so schwierig ist oder so leicht hängt von der schwierigen Erkrankung ab. Ganz einfach. Und vom Zeitpunkt, das ist bei Erwachsenen nicht gut, bei den Kindern, wann sie eingreifen. Aber ich würde sagen, in der Kita, Kindergarten, auch in der Primarschule, kann man relativ viel tun, wenn es nicht zu schwere Erkrankungen sind. Und das wäre sehr schwere, heißt 0,5% der Kinder, die man hat. Also da ist durchaus geduldiger Optimismus angebracht. Und Sie haben sich gesprochen mit der Behauptung der geringen Anzahl an Bezugspersonen für Kleinstkinder. Das haben Sie vorhin noch ganz anders gesagt und auch ganz anders in Ihrem Buch geschrieben. Und Sie haben ganz klar gesagt, dass es auf Qualität braucht. Und wenn wir jetzt an Familien denken, die jetzt über viele Kinder verfügen, dann ist die Rolle der Geschwisterkinder ja auch eine Erziehungsperson, die ist ja auch ganz entscheidend. Und Sie haben auch in Ihrem Buch geschrieben, dass die Kinder sich ja auch selbst so sortieren, Überforderung vermeiden, indem sie sich das aussuchen, was ihnen jetzt gut tut. Und genau das ist die Bezugsperson. Wenn sie auf die Kinozin anspielen. Ich war vor 2 Jahren da, haben wir den Film angeguckt. Also, die kannst du nicht als Beispiel heranziehen. Also, ich bin kein Experte. Ich gebe das wieder und schreibe auch das, was auf diesem Gebiet Experten sagen. Und Sie haben natürlich völlig recht, man muss unterscheiden zwischen der Anzahl der Betreuungspersonen und der Qualität. Ja? Aber ganz offensichtlich zu sagen, alle Experten, mit denen ich zu tun habe, muss erstens schon bei den 2 plus Mutter oder familiäre Bezugsperson die Qualität relativ gut sein. Und es wird eine emotionale und später kognitive Belastung, wenn es sehr viel mehr sind, wenn es auch ständig wechselt. Also ich will da nicht päpstlicher sein als der Papst. Ich kann nur wiedergeben, was Experten sagen. Wenn das nicht stimmt, dann muss man darüber diskutieren. Aber so die Mehrheit der Wissenschaftler oder der, die es untersucht haben, gehen in die Richtung, macht die Betreuung sehr klein. 2 bis 3 Personen ist gut und insbesondere, was Sie auch sagen, die Qualität der Betreuung optimal. Aber auf die Zahl will ich mich jetzt nicht, will ich mir nicht die Hand für abhacken lassen. Ich bin auch kein Experte mehr. Dazu kommt ja auch die Bedeutung des Raumes. Wir können ja tolle pädagogische Kräfte haben, wenn aber die pädagogischen Kräfte in einer dunklen Kiste arbeiten, nützt das nichts, wenn die nur so toll sind. Wir brauchen also auch einen Raum, der die Kinder in hohem Maße frei macht, auf dem Markt. Für pädagogische Prozesse ist das gar nichts. Ja. Noch eine andere Frage ist jetzt, Sie haben in dem letzten Papier noch gelesen, dass die Mädchen im Besonderen von Problemen betroffen sind. Sind sich eigentlich die Jungs? Die Jungs sind da die Gruppe. Also,
Ich meine bei den Mädchen, dass in der Vergangenheit und auch noch in der Gegenwart die Entmutigung der kleinen Mädchen sehr früh beginnt. Gerade auch im Bildungsbereich und im Bereich der Eigenaktivität. Das haben wir untersucht, haben wir rausgekriegt, wenn wir gefragt haben, wieso kommt es, dass die Mädchen zwar in den Schulnoten besser sind als die Jungs, aber bei bestimmten Wettbewerben die Jungs gewinnen. Ich habe das sehr ausführlich untersuchen lassen bei Hochbegabten. Da zeigt sich, dass schon sehr früh, wenn man nicht genau dagegen arbeitet, Mädchen durch bestimmte Mechanismen zurückgedrängt werden und nicht in der Weise ermutigt werden, wie die Jungs ermutigt werden. Das ist statistisch leider so und dagegen muss man systematisch angehen. Zunächst sind nochmal die Jungs, die anfälliger, die kranker sind, die häufiger Infekte haben und so weiter. Das heißt, die Mädchen kommen viel resilienter auf die Welt. Die Mädchen. Die Mädchen. Ja. Die Mädchen sind resilient. Und die Jungs kommen ja nur mit viel Hilfe und so weiter, vielleicht auch Medizin, sind viel anfälliger für die Widerstände des Lebens. Und hinterher kommt nochmal dann das soziale Element. Da kommt unser Job als Erzieher. Das ist dann ganz entscheidend, ja, wie wir damit umgehen. Ja. Also, das ist ein bisschen kompliziert. Rein medizinisch, biologisch sind Mädchen und Frauen robuster aus einem ganz einfachen Grund, weil sie zwei X-Chromosomen haben. Und auf diesen X-Chromosomen sind viele Reparaturmechanismen. Die Männer haben ein X- und ein Y-Chromosom und das Y-Chromosom der Männer ist ein verkümmertes X-Chromosom. Und da sind viele Reparaturmechanismen eingebaut. In den Jahrhunderten ist diese Stärke der Frauen ausgenutzt worden. Bei den vielen Kulturen der Welt sind es die Frauen, die arbeiten, die jetzt in Cafés oder unter Feigenbau gucken zu. Aber wenn man fragt, wer macht besser Karriere, wer setzt sich besser durch, das ist nicht die biologische Robustheit, sondern ein bestimmtes Cocktail zwischen den Stoffen Testosteron und Dopamin. Also Vorwärts und Dominanz. Und die Untersuchungen zeigen, dass das die Männer immer noch retten von den Frauen. Bisher. Ist also kompliziert. Bisher.